So ihr Lieben, jetzt endlich reden wir über Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 1 Episode 2 mit dem Titel Geheimnisse. Bevor wir jetzt allerdings starten, will ich gerade für die Jammerlappen da draußen, die immer sagen, oh Tobi, bis du mal auf den Punkt kommst, für diese TikTok-Generation, will ich jetzt gerade nochmal ein bisschen weiter ausholen. Zum einen einfach nur aus Trotz, zum anderen aber eben auch, dass ich euch mal erklären kann, was jetzt hier gerade wieder das Problem gewesen ist, warum ich jetzt, nachdem ich das Format angekündigt habe, schon beim zweiten Upload die eigentlich festgesetzte Zeit von jeden Sonntag nicht einhalten konnte. Ich habe erneut Schwierigkeiten mit der Speicherkarte gehabt, deswegen wurde das Video zu Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 1 Episode 2, die ich dreimal aufgenommen hatte, nicht abgespeichert. Deswegen habe ich jetzt eine neue Möglichkeit gefunden, ich speichere die Dateien jetzt einfach direkt über den Computer ab. Ist vielleicht ein Side-Fact, den niemand interessiert, aber wie gesagt, gerade für die Leute da draußen, die eben eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden haben, denen tut es vielleicht mal ganz gut, dass man da auch mal ein bisschen weiter ausholt, dass man auch mal ein bisschen besser am Ball bleiben kann. In diesem Sinne fangen wir jetzt einfach an mit dem Video. Viel Spaß! Lasst uns gerade noch mal kurz Revue passieren, was zum Schluss der vorherigen Episode passiert ist. Und zwar haben wir da gesehen, dass sich Darius und Brooklyn und Kenji aus dem Camp Cretaceous, also aus Camp Kreidezeit, geschlichen haben, weil Darius unbedingt zu dem Gehege, zu dem vermeintlichen Gehege der Kompis gehen wollte, damit er die eben auch mal aus noch näherer Nähe sieht oder eben noch besser beobachten kann. Brooklyn hat sich daraufhin gedacht, okay, finde ich eine ganz coole Sache, weil sie braucht ja auch mehr Follower für ihre Brookländer, muss sie eben besseren Content erstellen, und Kenji ist eigentlich nur dabei, weil er ein Trottel ist. Der hat dann auch versucht, Brooklyn das Handy wegzunehmen, weil er von sich selber Bilder machen wollte. Daraufhin ist Brooklyns Handy ins Gehege der Kompis reingefallen und Kenji wollte jetzt hier den großen Mann raushängen lassen. Er ist quasi ins Gehege runtergesprungen und wollte Brooklyn das Handy wieder zurückgeben. Denn was soll eigentlich schon passieren? Ich meine, das ist ja nur ein Kompi-Gehege. Stellt sich dann aber heraus, nee, das ist das Gehege der Velociraptoren. Und zwar nicht irgendwelcher Velociraptoren. Das hier ist das Gehege von Echo, Delta, Charlie und Blue. Das waren, glaube ich, das Vierer-Squad der Velociraptoren aus Jurassic World gewesen. Und die sind gar nicht so heiß darauf, dass da jetzt wirklich Menschen auftauchen. Also irgendwo doch schon, weil hallo Beute, was zu fressen. Und die gehen dann auch gleich in so eine Angriffsposition und wollen Kenji angreifen. Das Einzige, was Kenji aber jetzt schützt, ist der Aufbau dieses Geheges. Das kennen wir auch schon aus dem Original Jurassic World Film. Das ist quasi das Gehege, in dem auch Owen die Raptoren trainiert. Und da sehen wir auch, dass das Gehege wie folgt aufgebaut ist. Man hat ganz vorne ein großes Tor, wo man eben dann hineingehen kann. Damit man aber dann nicht direkt bei den Velociraptoren im Gehege drin steht, ist da nochmal wie so eine Zwischentür, so eine kleine, nochmal so ein Gitter quasi, das auf und zu geht. Und Kenji ist hinter diesem Gitter eigentlich in Sicherheit. Brooklyn denkt sich aber, naja, sie muss ja irgendwie Kenji helfen, dass er da wieder rauskommt, und drückt daraufhin auf irgendeinen Knopf. In reiner Panikreaktion, und öffnet dann damit das falsche Tor, also quasi das Gitter, somit dass Kenji nicht aus dem Gehege rauskommt, sondern die Velociraptoren jetzt einen ganz klaren Weg auf Kenji hinzuhaben. Jetzt kommt Darius ins Spiel, denn der springt kurz daraufhin, eben auch in einer Kurzschlussreaktion, ins Gehege rein und lenkt die Velociraptoren ab. Er löst quasi irgendwie so ein Rohr oder so ein Kabel, irgendwas war es gewesen, wo auf jeden Fall Rauch rausgekommen ist, und lenkt die Velociraptoren für eine kurze Zeit ab, und dann werden die auf einmal noch aggressiver. Also der Plan ist irgendwie auch nicht ganz aufgegangen, und dann haben wir einen Cut bekommen. Hier war Episode 1 zu Ende. Episode 2 setzt jetzt logischerweise genau nach Episode 1 an und wir erfahren, wie die Situation ausgeht. Und ich bin immer ein Fan davon, mir Gedanken zu machen, oder ich habe meinen Spaß damit, mir Gedanken zu machen, okay, wie kommt Person A oder Person B jetzt aus dieser wirklich extremen Situation wieder raus? Als Beispiel, wir hatten in Jurassic World Dominion im Trailer, haben wir die Szene gesehen, in der Owen in der Mitte steht, das Ganze hat sich auf Malta abgespielt, und Owen steht so in der Mitte von zwei Containern, die aufgehen, und dann kommt ein Allosaurus und ein Carnotaurus raus. Und ich dachte mir, okay, möglicherweise haben wir jetzt ja eine sehr clevere Idee, wie das Ganze ausgehen könnte. Im Endeffekt war die Auflösung dieser Szene, dass Owen einfach so macht und die Saurier dann damit eben kurz ablenkt, und dann macht er einen coolen Rückwärtssalto oder einen Purzelbaum, und der ist halt einfach cool. Ach, Jurassic World Dominion, ey, du bist ein Lebenstrauma. Und hier habe ich mir jetzt auf jeden Fall auch Gedanken gemacht, wie jetzt die Kinder hier wieder rauskommen können. Und ich habe mir zuallererst überlegt,
Wäre es nicht schlau gewesen, wenn Brooklyn versucht hätte, nochmal denselben Knopf zu drücken, mit dem sie das Tor geöffnet hätte, um es wieder zu schließen? Wahrscheinlich ist sie einfach nicht auf die Idee gekommen, weil sie jetzt auch gerade Panik hatte. Wir sehen allerdings auch gar nicht, ob Brooklyn jetzt in irgendeiner Form reagiert. Denn auf einmal gehen alle Scheinwerfer an und die Velociraptoren werden erstmal geblendet, um sie eben davor abzulenken, dass die Kinder jetzt, naja, quasi als Beute freigegeben sind. Und kurz darauf taucht Roxy auf, das ist die... Wir haben ja zwei Aufpasser, das ist einmal Dave und einmal Roxy. Und jetzt schmeißt Roxy totes Fleisch ins Gehege. Und alle Raptoren außer Blue selber fallen auf diesen Trick rein und gehen eben auf das Fleisch los. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr netter Callback an eine Sache, die uns Jurassic World generell mal erklärt hat. Nämlich, dass Blue nicht so ist wie alle anderen. Und das fällt uns jetzt hier auch wieder auf, weil Blue reagiert so gut wie gar nicht auf diese Fleischstücke, die ins Gehege geschmissen werden. Sie fokussiert weiterhin ihre Beute, also quasi Darius und eben Kenji. Das fand ich ganz nett, dass man hier nochmal drauf geachtet hat, dass Blue sich eben nicht genauso verhält wie die anderen Velociraptoren, weil das ja auch nochmal später relativ wichtig wird für die Jurassic World Trilogie. Danach bekommen wir nochmal einen schönen Callback an den ersten Jurassic World Film. Wir sehen quasi dieselbe Szene nochmal, die wir auch im Film schon gesehen haben. Da ist ja ein Mitarbeiter von Jurassic World ins Gehege runtergefallen, weil er dieses Schwein einfangen wollte, was im Gehege frei rumgelaufen ist, und wurde dann eben von den Raptoren runtergezogen. Und der wurde dann eben von Owen gerettet, natürlich, weil es Owen ist, wieder extrem cool mit dieser Handbewegung, die er immer macht, womit er aus jeder Situation rauskommt. Das haben wir jetzt hier auch wieder, nur dass jetzt eben Dave auftaucht und Dave packt die Kinder an den Schultern und zieht sie aus dem Gehege raus, kurz bevor dann eben dieses Gitter nochmal runtergeht und die Kinder sind in Sicherheit. Auch hier merkt man, dass Blue weniger handelt wie ein aggressives Tier. Also wir sehen kurz danach, dass Blue quasi hin und her patrouilliert vor diesem Gitter, und da habe ich mir auch gedacht, ich finde das immer sehr cool, wenn man auf so Kleinigkeiten achtet. Ich bin kein Riesenfan der Jurassic World Trilogie, aber das macht Jurassic World eigentlich immer sehr konsequent, dass da bestimmte Sachen aufgebaut werden, auf die man eben hier nochmal eingeht. Jetzt habe ich eine Frage an euch, die könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Die beiden Aufpasser, also Dave und Roxy, haben jetzt eben Kenji und Darius aus dem Gehege rausgezogen. Und Brooklyn haben sie natürlich auch von dem Gehege mit runtergeholt. Das heißt, die drei Kinder stehen jetzt eben da. Und komischerweise werden aber nur Kenji und Darius bestraft. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es dafür einen Grund gegeben hat. Ich erinnere mich da zumindest gerade nicht mehr dran. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare unten reinschreiben. Warum wurde Brooklyn nicht bestraft? Ich meine, nur weil sie nicht im Gehege mit drin war? Aber trotz allem ist sie ja auch aus dem Camp geflüchtet. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Was mir auch aufgefallen ist, und bitte nicht spoilern, ich will nur mal ganz kurz meine Gedanken dazu preisgeben. Wir sehen auch, dass Roxy dann auf einmal auftaucht, als Dave gerade die Kinder aus dem Gehege rauszieht. Und Roxy interessiert sich aber erstmal überhaupt nicht für die Kinder, sondern fragt erstmal direkt, total besorgt, an Dave gewandt, ob es ihm gut geht. Und ich dachte mir kurz, okay, ich erinnere mich dran, dass wir die nochmal sehen im Verlauf der Geschichte, aber sind die dann ein Paar? Das hat so Züge irgendwie, als wäre da eine Geschichte, die aufgebaut wird, nach dem Motto, ja, zwischen den beiden läuft auf jeden Fall irgendwas. Das ist jetzt nur meine Theorie. Ich erinnere mich da nicht mehr dran, aber ich könnte wetten, dass bei den beiden dann doch noch irgendwann mal mehr geht, als eben nur, dass sie ein Team sind. Und naja, daraufhin werden dann eben Kenji und Darius bestraft. Die ganze Episode ist übrigens auch eine richtige Kenji und Darius-Geschichte oder Episode. Und zwar sieht die Bestrafung wie folgt aus. Die beiden müssen einen gewaltigen Dino-Haufen wegräumen. Ist auch wieder ein Callback an die alten Jurassic Park-Filme mit Ellie Sattler, wo sie ja auch dann versucht herauszufinden, was mit den Triceratops los ist. Und dann wühlt sie auch da in dem riesen Kackhaufen rum. Und das müssen die Kinder jetzt hier eben wegmachen. Währenddessen fährt der Rest der Gruppe zu Dr. Henry Wu in ein Labor. Und dann haben wir eben dann zwei parallel spielende Geschichten. Zum einen haben wir jetzt hier Darius und Kenji, die sich ein bisschen näher kommen, beziehungsweise die auch ein bisschen mehr Verständnis füreinander entwickeln. Wir sehen nämlich noch kurz vorher, also bevor die beiden dann auch dann zu dem riesen Dino-Haufen gebracht werden, dass die noch im Camp Kreidezeit sitzen und quasi auf ihre Bestrafung warten. Und dann fragt Darius einfach aus dem Bauch heraus, warum Kenji immer so dumme Sachen machen muss, also was das sollte. Und Kenji antwortet dann daraufhin, dass er immer wieder versucht, Dinge richtig zu machen, weil er seinen Vater damit beeindrucken will. Dann kurz darauf, dann lacht er einfach und sagt auch nur, ach, war eigentlich ein Spaß gewesen. So eine Szene kommt später nochmal, dass Kenji sich dann quasi so ein bisschen verplappert, während er etwas sagt, dass ihm doch das Ansehen seines Vaters sehr wichtig ist. Und was dann Darius eben macht, ist, die komplette Schuld auf sich zu nehmen. Denn die
ursprüngliche Idee, zu dem Kombi-Gehege zu gehen, was dann eben ein Velociraptor-Gehege war, kam eigentlich von Kenji, der gesagt hat, komm, wir machen das einfach. Und Darius sagt aber, nee, das bin alles ich gewesen, um Kenji eben zu schützen. Und da merkt man dann, auch wenn Kenji sich weiterhin immer wieder verhält wie der letzte Idiot, dass da so eine Freundschaft entsteht bei den beiden. Und das wird auch nochmal sehr wichtig später für die gesamte Geschichte. Ich finde diese Charakterentwicklung einfach saugeil. Also es gefällt mir unfassbar gut, dass in Episode 2 jetzt wirklich dann schon dieser Aufbau anfängt. Habe ich gerade gespuckt? Dieser Aufbau anfängt, dass die Kinder eben immer mehr zusammenwachsen. Und das wird ja logischerweise auch später nochmal sehr wichtig. Aber Kenji lernt natürlich auch nicht mit dazu und er kommt auf die glorreiche Idee, wir schleichen uns einfach erneut weg. Wir gehen quasi weg von dem riesen Dino-Haufen, der ja unsere Strafe ist, denn Kenji kennt sich in Jurassic World aus, was auch Sinn ergibt, denn sein Papa baut Hotelanlagen im Park. Das heißt, Kenji weiß ungefähr, wie was wo aufgebaut ist. Und er kommt jetzt auf die Idee, Darius zu einem Dinosaurier zu führen, der so der Öffentlichkeit noch überhaupt nicht vorgestellt wurde. Und ich dachte mir erstmal sofort, aha, das ist der Indominus Rex. Nee, ist im Endeffekt dann aber doch nicht. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, um welchen Saurier es jetzt hierbei handelt. Ich habe damit noch so kleine Schwierigkeiten gehabt. Da könnt ihr mir jetzt auch nochmal ganz kurz helfen in den Kommentaren. Wie genau gelangen Darius und Kenji in diese unterirdischen Tunnel drunter? Ich erinnere mich daran, dass im Dschungel selber wie so eine Luke ist. Und die konnten die einfach aufmachen und eben in diesen Tunnel rein. Der ist aber definitiv aus Sicherheitsgründen nur für Parkmitarbeiter gedacht, dieser Tunnel. Musste Kenji da vorher ein Passwort oder irgendwas eingeben? Weil wenn nicht, wäre das jetzt die nächste Situation, wo ich mir denken würde, der Jurassic World Park ist so übertrieben unsicher. Also Jurassic Park kommt so viel sicherer rüber als Jurassic World, weil, naja, die Seilbahn, dann eben der Mitarbeiter im Original-Kinofilm, der auch nicht wirklich Bock hatte, auf Sicherheit zu achten, das Sicherheitspersonal, das komplett damit überfordert ist, jetzt für Sicherheit zu sorgen, das ist alles so, Jurassic World fühlt sich so komisch an dadurch. Und ich weiß aber nicht mehr, irgendwo habe ich auch im Hinterkopf, dass Kenji kurz irgendwas eintippen musste, aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall gelangen dann die Jungs eben in so einen unterirdischen Gang und Kenji will jetzt Darius eben den neuen Dinosaurier zeigen. Und dann spricht er eben aus, ja, die haben hier irgendwie so ein Tier, das aber zu wild ist, um es wohl in den Park zu bringen. Deswegen wird er jetzt erst noch hier außerhalb des Parks aufbewahrt und das ist der Kanu irgendwas. Und dann sagt Darius, Kanutaurus. Das ist einer meiner 5 Lieblingsdinos. Und ja, gut, also es ist nicht der Indominus Rex, es ist der Carnotaurus. Und dann steigen die Jungs aus diesem Tunnel oben durch und landen dann erneut irgendwo im Dschungel. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. Ich wusste nicht mehr, was passiert. Ich habe die Serie ja schon mal geschaut gehabt, vor 2-3 Jahren. Nee, vor 2 Jahren war es, glaube ich, die erste Staffel. Ich wusste nicht mehr genau, was jetzt passiert, aber mein erster Impuls ist hier auf jeden Fall gewesen, die sind doch jetzt 100 pro im Gehege gelandet. Wir kommen da nochmal gleich drauf zu sprechen. In der Zwischenzeit schneiden wir mal wieder auch mal zurück zu Dr. Henry Wu und eben der anderen Gruppe von Kids, die mit Dave und Roxy jetzt das Labor begutachten dürfen. Und auch die Szene im Labor baut eine relativ wichtige Geschichte auf, nämlich die von Ben und Bumpy, und achtet erneut auf etwas, was mich einfach sehr gefreut hat. Wir sehen, wie Bumpy schlüpft. Bumpy ist ein Ankylosaurus, ein kleiner, der 2 verschiedene Hörnchen vorne hat. Und deswegen ist Dr. Henry Wu, naja, ich will mal sagen, er würde Bumpy am liebsten aussortieren. Weil Henry Wu sagt eben, okay, das ist überhaupt nicht symmetrisch und das kann ja in seinem Labor überhaupt nicht passieren. Bei ihm ist ja alles perfekt. Deswegen mag er dann Bumpy auch überhaupt nicht. Und er hält dann Bumpy auch so in der Hand wie so ein Produkt. Also Henry Wu ist in der Serie wirklich wahrscheinlich von der gesamten Jurassic World Reihe ist er hier das größte. Von seinem Auftreten her, auch von seinen Aussagen her, von dieser Arroganz, dieser Abneigung auch gegen andere Menschen und Tieren nach seiner Meinung perfekt sind. Es ist schon ziemlich krass, dass Dr. Henry Wu dann später nochmal so einen Wandel durchmacht. Es macht durch die Serie noch weniger Sinn, finde ich, aber trotz allem gefällt mir Henry Wu hier mitunter am besten von seiner Art her, weil er eben auch dann doch irgendwo mit einer der Schurken aus der Geschichte ist. Und Ben hat direkt so einen Narren an Bumpy gefressen und sagt auch dann gleich, oh Gott, wie süß, und ich meine, er hat jetzt gerade einen Dinosaurier schlüpfen gesehen. Und ich muss jetzt hier trotz allem mal ganz kurz auf die Zukunft von Ben und Bumpy eingehen, nur minimal, weil das ja wichtig ist, jetzt hier mal zu adressieren, was da einfach so genial gemacht wurde. Bumpy und Ben werden später nochmal in einem Duo eine wichtige Rolle spielen. Also die beiden kommen sich näher, hört sich irgendwie falsch an. Ihr wisst aber, wie ich das meine. Und das ist unfassbar genial, dass gerade Ben mit Bumpy so anbandelt. Einfach weil, wenn wir uns mal zurück an den ersten Jurassic Park Film erinnern, da sagt John Hammond, Dinosaurier prägen sich die erste Person ein, die sie direkt nach dem Schlüpfen sehen.
Das Zitat ist jetzt nicht 1:1 richtig, ich weiß. Bitte nicht ausflippen. Aber sinngemäß war das auf jeden Fall so gewesen. Und Bumpy sieht eben Ben direkt nach dem Schlüpfen. Deswegen ergibt das total Sinn. Und ich finde es schön, dass hier Jurassic World wieder auf sowas achtet. Und ich glaube auch nicht, dass diese ganzen Dinge mit Blue verhält sich anders als die anderen Raptoren und Bumpy ist auf Ben fixiert. Das sind keine Zufälle, die hier passieren. Da wird wirklich drauf geachtet und ich finde das sehr, sehr schön. Und ich sage nach wie vor, dass die Serie Jurassic World Camp Cretaceous einfach maßlos unterschätzt wurde. Oder immer noch wird. Also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, ohne Mist, schaut euch die Serie an. Ich verspreche euch wirklich, ihr macht damit nichts falsch. Außer Staffel 4 und 5, dazu kommen wir aber noch. Brooklyn kommt dann währenddessen aber auf die Idee, sie muss ja spannende Inhalte für die Brooklander filmen. Hat ja nicht so ganz geklappt im Gehege der Kompis-Velociraptoren. Deswegen will sie jetzt hier im Labor mehr Content produzieren. Und Dr. Henry Wu sagt aber gleich zu ihr, nee, hier wird nicht gefilmt, er will das halt eben auch nicht. Lässt sich dann aber auch sehr schnell dann davon beeindrucken, dass Brooklyn so und so viele Follower hat, das fand ich ganz lustig. Denn gerade wenn Menschen überhaupt nichts damit anfangen können mit Social Media und man kommt dann irgendwie an von wegen mit einer Zahl, in meinem Beispiel einfach jetzt, ich habe übrigens 18.000 Abonnenten auf YouTube und wenn Leute das einfach nur so hören, denken die sich dann gleich, oh, okay, der werte Herr Millionär. Und so ähnlich ist das eben auch hier, dass Dr. Henry Wu sich dann sehr schnell davon beeinflussen lässt, wie viele Menschen Brooklyns Kanal eben dann auch sehen oder ihre Aktivitäten verfolgen. Brooklyn schleicht sich aber dann aus dem Labor raus. Ich glaube, sie meint sowas von wegen, sie müsste mal aufs Klo gehen und trifft dann aber, während sie eigentlich heimlich Content für ihre Follower aufnehmen will, vielleicht Top-Secret-Unterlagen oder ähnliches, wird gleich auch nochmal ganz wichtig, trifft sie auf einmal auf Sammy. Und Sammy verhält sich ganz seltsam. Also die rennt da auch im Dunkeln rum und ist ganz nervös und findet irgendwelche Ausreden, warum sie jetzt gerade ist. Und Sammy, genau, Sammy sagt eigentlich, sie muss aufs Klo. Und dann sagt Brooklyn, ja, aber das Klo ist ja auf der anderen Seite. Und Sammy redet sich dann um die ganze Sache rum. Und ja, auch hier kann ich schon mal vorwegnehmen, auch Sammy hat eine ganz, ganz, ganz intensive Background-Geschichte. Das wird echt nochmal sehr, sehr wichtig. Ich kann es immer nur wiederholen, die Figuren hier sind unfassbar genial geschrieben. Naja, auf jeden Fall schleicht sich dann eben eine Brooklyn in das Labor oder in das Büro von Dr. Henry Wu rein und findet dann die Unterlagen des Indominus Rex. Und während sie diese Unterlagen so rauszieht, hört man dann zumindest im englischen Original diesen Sound vom Indominus Rex. Ich glaube, im Deutschen hat man das nicht gehört. Ich habe die Episode jetzt nämlich zweimal gesehen, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und ich meine, im Deutschen war der Sound nicht da. Ist auch im Endeffekt echt irrelevant. Aber ja, jetzt haben wir halt in dem hier doch den Indominus Rex gesehen. Und Brooklyn versucht dann sogar herauszufinden oder findet fast heraus, dass der Indominus Rex bestimmte Eigenschaften hat. Die zieht dann quasi nämlich so diese Blaupause unter den Unterlagen hervor. Und dann sehen wir das Tier schon mit ein paar Beschriftungen dran. Da habe ich mir auch gedacht, Brooklyn wird jetzt von Herrn Dr. Henry Wu erwischt, logischerweise. Und ich habe mir kurz überlegt, hätte Brooklyn, wenn sie nicht erwischt worden wäre, vielleicht sehr viel Chaos und Tod verhindern können, indem sie vielleicht herausgefunden hätte, dass der Indominus Rex bestimmte Fähigkeiten hat, die man hätte, naja, wissen sollen. Unter anderem ist das ja auch der Grund, warum Owen und Co. nicht wussten, dass der Indominus Rex noch im Gehege ist, obwohl er noch drin war, weil das Tier eben die Fähigkeit hat, sich einmal zu tarnen und eben auch die Wärme des Körpers komplett runterzufahren, dass auch keine Wärmebildsignatur das Tier mehr erfassen kann. Wäre vielleicht nochmal so ein Was-wäre-wenn-Ding. So was wäre, wenn Brooklyn wirklich die Informationen bekommen hätte und hätte sie damit vielleicht irgendwas verhindern können. Naja, Darius und Kenji treffen in der Zwischenzeit auf Toro. Toro ist der Name des Carnotaurus. Den Namen gibt, glaube ich, Darius dem Tier. Und Toro finde ich auch ziemlich krass, dass die... Ich fand, in den Jurassic World Filmen waren die Carnotaurus, oder zumindest der Carnotaurus, den wir immer wieder mal gesehen haben, die waren so lasch irgendwie. Wir sehen ja einmal einen auf der Isla Nublar, wo der dann quasi Owen versucht irgendwie anzugreifen und dann vom T-Rex aber umgebracht wird. Beziehungsweise der stirbt gar nicht. Wenn ihr mal drauf achtet, der steht sogar wieder auf. Dann haben wir später noch einen Carnotaurus, was auch vielleicht derselbe ist, den wir auf Malta nochmal sehen, wo Owen wieder den da macht und ja, der Tag ist gerettet. Geil. Der Carnotaurus jetzt hier allerdings, Toro, ist wesentlich aggressiver. Also ohne Mist, wenn Toro in Malta... Wenn Toro auf Malta vor Owen gestanden hätte, hätte Owen das machen können, wie er wollte, Toro hätte ihn auf jeden Fall gefressen. Das Tier geht ohne Gnade auf die Kinder los, und zwar mit einer Aggressivität. Wir haben dann später so einen Moment, wo Kenji es schafft, aus dem Gehege rauszuflüchten. Also sie sind wirklich im Gehege jetzt drin, ja. Wer hätte es gedacht? Kenji schafft es, aus dem Gehege rauszukommen, weil er durch so eine Futterluke sich durchquetschen kann. Natürlich muss genau in dem Moment, in dem Kenji hindurchgekrabbelt ist, die Luke zugehen und Darius ist jetzt quasi in diesem Gehege drin gefangen. Allerdings
ist Kenji noch wie in so einem Gitterrohr drin, wo ich mir auch gedacht habe, okay, sogar wenn jetzt die Klappe nicht mehr aufgeht, müsste Darius ja eigentlich sicher sein. Und dann schafft es dann aber Kenji, dieses Tor zu öffnen. Darius kommt gerade raus und Toru rennt mit einer Aggressivität gegen dieses Stahlding und das verbiegt sich einfach dann komplett. Und dann hat Toru auch, meine ich, sogar so eine Narbe im Gesicht, so, also das Vieh ist komplett außer Rand und Band. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass der so einen Auftritt hatte. Viele von euch schreiben mir immer wieder, kannst du mal ein Video über Toru machen? Weißt du noch Toru? Und ich denke mir immer, ja, aber Toru war jetzt ja nicht so eine krasse Nummer. In meiner Erinnerung kommt der auch gar nicht mehr so häufig vor. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich allerdings nicht. Das war auf jeden Fall jetzt ein Auftritt, den ich so nicht mehr im Kopf hatte. Hat mir sehr gut gefallen. Die ganze Nummer endet dann damit, dass Kenji und Darius wieder zurück zu ihrem Dino-Haufen kommen und dann eben vom Rest der Gruppe abgeholt wird, die jetzt auch gerade vom Labor wieder zurückfahren. Und dann fragen eben auch Roxy und Dave, was die hier getrieben haben, weil der Haufen ist halt so gut wie gar nicht weniger geworden. Und Kenji sagt wieder irgendwas Blödes. Ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber es ist auf jeden Fall etwas sehr Blödes. Auf jeden Fall kommen dann Roxy und Dave nicht zwingend drauf, dass die Kinder woanders gewesen sind. Und dann bekommen wir einen Cut zu einer anderen Stelle, wo wir sehen, wie eine Drohne nachts über die Isla Nubla fliegt, irgendwo mitten im Dschungel landet. Und dann sehen wir eine Hand, die der Drohne einen USB-Stick reinsteckt. Und wir merken, okay, hier werden jetzt gerade wirklich Daten weitergegeben. Und was mich sehr interessiert dabei ist, dass die Drohne dann aber auch von der Insel wegfliegt. Das heißt, hier werden wirklich interne Daten von der Isla Nubla weiter auch nach außen getragen. Und ich weiß ungefähr noch, wo dieser Handlungsstrang hin will. Wenn ich jetzt aber spoilern wollte, könnte ich euch hier nicht sagen, ob das auch wirklich noch so stimmt, was ich im Kopf habe. Könnte ich euch nicht sagen, ob das auch wirklich noch so stimmt, wie ich es im Kopf habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann ist die Episode hier auch vorbei. Ich finde es unfassbar genial. Also mir gefällt diese gesamte Staffel, die erste Staffel, mit der ich eigentlich so Schwierigkeiten hatte, jetzt beim zweiten Mal gucken, wesentlich besser als beim ersten Mal gucken. Vielleicht doch einfach, weil ich jetzt hier mit so einer gewissen Erwartungshaltung rangegangen bin, wo ich mir auch schon gesagt habe, okay, du weißt jetzt ja ungefähr, wie das Ganze abläuft. Es wird ein bisschen kindischer, es wird ein bisschen dümmer, zumindest auch gerade in Episode 1 mit der Seilbahn. Eine Szene, von der ich dachte, dass die in Episode 2 auftaucht, die ist wohl erst in Episode 3 mit dabei anscheinend. Dazu kommen wir dann also erst in Episode 3. Und die bauen hier wirklich extrem geniale Handlungsstränge auf. Und auch weil ein paar von euch geschrieben haben, wann spielt die Serie eigentlich? Die Serie spielt jetzt aktuell noch während den Ereignissen von Jurassic World 1, quasi parallel dazu. Und greift auch Ereignisse mit auf, die in Jurassic World 1 passieren. Und ab dann spielt die Serie zwischen Jurassic World 1 und Jurassic World 2. Ja, mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Also es sind meistens so Brückenstaffeln, die zwischen bestimmten Episoden, zwischen bestimmten Filmen spielen. Auf irgendwas wollte ich jetzt noch hinaus zum Abschluss, aber ich weiß es jetzt schon wieder gar nicht mehr. Genau, wenn du meine Live-Reaction sehen möchtest, wie ich die Episode gerade frisch geguckt habe, dann schau doch einfach mal hier oben in dem Video. Das ist mein Zweitkanal, mein Reaction-Kanal, da kannst du dir quasi alles angucken, wo ich quasi live drauf reagiere. Was Trailer angeht, was Serien angeht, was Filme angeht, alles drum und dran. Und sollten mir hier und da mal Fehler passieren, weil ihr mir in meiner Kritik zu Episode 1 auch geschrieben habt, ja, du hast hier irgendwie die chronologische Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare unten rein. Ich meine, es wäre nie essentiell und es ist dann eben auch meistens schwer, wenn wir jetzt zwei verschiedene Handlungsstränge haben, die hin und her switchen, wie jetzt in dem Fall hier, dass man dann vielleicht erstmal ein bisschen länger über einen Handlungsstrang spricht und dann über den zweiten Handlungsstrang spricht. Ich glaube, das ist jetzt nicht so dramatisch. Wenn ich irgendwelche grundlegenden Sachen falsch gesagt habe, wie dass es kein Carnotaurus gewesen ist, sondern Allosaurus, dann schreibt mir das auf jeden Fall unten rein. Ansonsten denke ich mal, ist das Ganze verkraftbar. Gut, ihr Lieben, also nochmal zum Abschluss meine Empfehlung auf jeden Fall. Schaut euch die Serie wirklich an. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann einfach zum nächsten Mal wieder. Nächsten Sonntag, Episode 3. Den Titel kenne ich noch gar nicht genau. Auf jeden Fall Episode 3 von Jurassic World. Neue Abenteuer, wie es auf Deutsch heißt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.